Die Musiker sind mal wieder ausgebrochen. Was für ein liebliches Spiel. A butterfly with rainbow wings will lead the way to secret things. Aha. Schmetterling sagt im Makanania, wenn man auf jeden Fall einen Schmetterling berührt, erscheinen viele rote und blaue Schmetterlinge. Die roten Schmetterlinge rufen bei Berührung starke Monster herbei, doch sieben blaue Schmetterlinge. Ran aber schon, verschwinden die Schmetterlinge. Also die roten auszuweichen und die blauen zu fangen. Okay. Ja, das war zwei. Ich muss aber auch aufpassen, dass ich hier jetzt nicht die roten erwische. Hier gibt's ja auch nur rote. Der ließ sich noch nicht mal berühren. Was ist denn das hier für ein Sheet? Komm, ich brauche noch einen blauen. Yes! Waren doch jetzt sieben, oder? Waren das? Nein, waren es nicht. Der rote ist ein guter starker Monster dabei. Zeigt den Weg, dass sieben von ihnen bescheren einen Schatz. Da waren es wahrscheinlich nur sechs. Egal. Jetzt weiß ich dahingehend auf jeden Fall schon mal Bescheid. Boah, wie lange ist denn dieser Wald? Und warum ging es da nicht weiter? Ach nö, nicht du schon wieder. So, Oren. Erstmal Magiebrecher. Dann könnte Yuna auch was machen, weil als erstes setzt sie eh was hier Nasshauch ein. Dann können wir wieder mit Ex-Sachen arbeiten. Du machst Blindhieb, dann setzt man den Gegner nämlich direkt schachmatt. Oh, dann kannst du noch... Ach nee, du... Nein. Du betest meine Runde. Einfach so, weil du es kannst. Und weil es umsonst ist. Ability. Genau, dann nehmen wir noch Mariko und Mops noch mal eine Runde. Und du haust einfach drauf. So. Ja, ist klar, es ist jetzt gerade Nasshauch einsetzt, wo Rico die einzige ist, die überhaupt Damage kriegt. Ach, dann nehmen wir noch Tidus. Als nächstes müsste ja die Indigo-Flamme kommen. Abend. Schnell wieder Yuna einsetzen. Weißmagie, Ex-Feu. Ja, Yuna ist schon vorteilhaft. Ja, und dann kommt ja Blitz. Machen wir jetzt auch mal Exe-Blitze. Nur zur Sicherheit. Und du setzt dein Gemetzel ein. Einfach nur, weil du es kannst. Obwohl es kaum Damage macht. 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Stück. Ja, ja. Beten. Kostet ja auch nichts. Blitzreich, wusste es. Aber ich denke mal, dass wir als nächstes dann Yuna nicht brauchen in diesem Kampf, weil das Viech ist jetzt mal einmal. Sag ich doch. Wieder geschaut. Ja, du warst wunderbar.
Hoho, Yuna und Riku, die beiden. Schreckliche Paarung. Ach ja, hier kann ich ja den Baum hoch. Haha, oh Mann, dieser Wald ist noch so elendig lang. Und kein Speichersteroid in See. Wer bist du denn? Was bist du denn für ein komisches Heckmeckvieh? Riku, tu was! Klau dem Viech was. High Potion, na, immerhin etwas. Was stand da vorhin? Ab und zu blindanfällig. Was heißt ab und zu? Heißt das jetzt ja oder nein? Oh, Tidus! Angetreten! Und Junale, wir haben nämlich noch was zu heilen. Wir machen einfach ganz normal. Beten. Brauchen ja noch keine MP verschwenden. Ah, lass mal auch noch was machen. Und Kima. Kaputt. Und ich schlag Crit. Ja, das sieht alles so nach 6 und 4 aus. Oh, Truhe. Allheilmittel. Oh, schon wieder. Ja, ich mal, Ungeziefer. Setzen wir direkt auf blind und dann ist Ruhe. Ist das Viech jetzt blind? Nein, ist es nicht. Ach, egal. Teil des Haus im Arsch. Nein. Not really. Oh, kaputt. Sieht ein bisschen aus wie unser Anfangsgegner in den Ruinen. Wo ja Riku zum ersten Mal begegnet sind. Naja, gut, es weiß keiner, dass es Riku ist. Also beim nächsten Speichersphäroiden werde ich erstmal Items umbauen und... Genau, du setzt einfach einen Polarwind ein. Geht das nicht auf alle? Blitzkugel. Fischschuppe. God damn it. Egal, nehmen wir einfach. Ach, hau einfach drauf. Oh, es hat noch 80 Draster aus. Daneben. So, erstmal Tidus. Riku muss ja auch mal was erschlagen. Und da trifft sie nicht mal! Man doch die Tür nicht zu. So, basteln. Polarwind, Polarwind. Eisiger Wind. Na, oh, warum denn nur auf den einen, der sowieso nur 8 hatte? Ah, ja, aha. Wollte gerade sagen, will die Frau mich verarschen? Yuna, du darfst heilen. Haben wir auch gleich wieder die schnellste Truppe im Team. Team Speed Up. Du mobst. Ach ja, stimmt, das Ding hat ja nur High Poisons. Na komm, Paul. Ich hätte das Viech aber auch erst blind machen können. Töte es! Oder auch nicht. Jetzt machen wir es blind. Hätte ich auch mal eher drauf kommen können, aber nein.
Obwohl, gleich kommt immun. Weil er nur ab und zu anfällig. Ja, ist anfällig. Wunderbar. Nur Rico kloppt mit drauf. Ach komm, Lulu. Du haust... Ja, schick den Mori los. Jetzt können wir... Ey, genau, jetzt trollen wir mal ein bisschen den Gegner. Batsch! Yuna hat ihren ersten Gegner verprügelt! Oh, das ist so peinlich für den Gegner. Ah! Alter! Also... Ich glaube, beim nächsten Speichersphäroin habe ich ganz schön was zu tun, weil nur da wird aufgewertet. Oh. Schon wieder die Kombi. Nein. Und Waka. Ich will das Viech lieber blind haben. Aber ich will diese Bienenattacke hier. Und du gehst jetzt erstmal raus für Riku. Für Ricochet. Und du mopselst dem Viech erstmal was. So, jetzt haben wir nämlich Gemetzel auch wieder vorrätig. Immer schön auf alles aufhauen. Mopseln wir erstmal ein bisschen Gegner. Oh, jetzt ist Wacker auch noch vergiftet. Oh, und sie ist auch vergiftet. Gemetzel! Nächstes müsste ja rein theoretisch Energieregen kommen. So, jetzt haben wir die drei Gegner schon mal weg. Das heißt, wir nehmen jetzt Junale. Dann kannst du noch ein bisschen Medica machen. Eigentlich total Blödsinn, weil ich könnte auch einfach die Gegner kaputt hauen. Aber die sollen ja auch Erfahrungspunkte bekommen. Oh, der Gegner ist nicht mehr blind. Das müssen wir aber gleich mal wieder ändern. Oh, dann heilst du den guten Wacker nochmal. Na, Wacker, tausch mal mit Kimari. Und dann müsste Oren auch Seismar voll haben. Gut, dann kriegt der nächste Gegner erstmal eine Überraschung in den Hintern gepustet. Too easy. Übertreib's nicht, Tides. Boah, die Kuschelart. Elektra-Klinge. Nein, ich will das nicht. Ach, egal, wir tauchen ja dann sowieso wieder da oben auf. Ist gefährlich. War das jetzt nochmal? Oh. Weiß nicht, waren das jetzt schon? Komm schon, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Storike. Ich glaube, wir haben's. Äther, was soll ich denn mit Äther? Bullshit. Naja. Aber auf jeden Fall haben wir die Schmetterlingsjagd einmal geschafft. Das ist auch schon was wert. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich so einen roten berührt hätte? Wäre dann irgendwie so ein... Yes, ein Speichersphäroid! Aber erstmal umrüsten. Oh, das kann man so lassen. So.
Durchschlag, Stromschlag. Ah, kann man alles so lassen. Abwehr, Notex, was? Können wir eigentlich auch alles so lassen. Datenball, Blitzbombe, Wasserbombe, Wasserbombe. Erstmal nochmal Datenball. Ja, durchschaut, okay. Giftschutz und Abwehr. Was habe ich jetzt? Ein Goldschutz? Ein Goldschutz. Ich hab keinen Bock auf Gift. Abwehr plus 5. Schlafschlag. Ja, also bei ihr ist das eigentlich wurscht. Zauberangriff. Was habe ich jetzt? Zauberangriff. Ach ja, 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 ja. Schwarzmetallring. Ja, doch. Ja, doch. Also lassen wir mal. Können wir mal ein bisschen umbauen. Weil die Sachen, die wir doppelt dreifach haben, könnten wir rein theoretisch verkaufen. Sollte keinen Scheiß mal einer ordnen. Für wen ist das? Kimari. Dann machen wir ja nochmal Nässe. Noch ein gelber Reif. Nässe-Schlag. Da könnten wir doch auch. Genau, da machen wir durchschauen drauf. Ah, wieder ein Datenball. Gemachschutz. Was ist das für Kimari? Da machen wir noch HP. Mach reif. Nässe-Schlag. Genau, Stromschlag drauf. Und Hände ist doppelfaul. Und dann noch Angriff plus 3. Das um Metallwappen. Abwehr. Split. Das ist für Lulu. Da können wir eigentlich MP noch was machen. Teilreif, das ist auch wieder für Kimari. Machen wir Abwehr plus 3. Goldreif, können wir alles wieder verhökern. Glimmerstab hat Zauberangriff plus 3. Da können wir eigentlich nur Weisenstab schon wieder. Spirobrett, und jetzt wird's lustig.